Ja? Hallo, ich bringe Ihnen Ihre Johannisbeerscheune. Ah ja. Darf ich Sie einfach hinstellen? Ja. Können Sie jemanden vom Kostüm vielleicht schicken? Weil ich. Ich hätte eigentlich eine andere Frage. Darf ich mich kurz dazusetzen? Ich hätte ein paar Fragen zum HFF-Studium. Zum HFF-Studium? Ja, ich weiß, Wieso? Sie sind beschäftigt, aber ist es okay? Wie weit sind wir denn vor dem Event? Wann muss ich denn raus auf die Bühne? Ich glaube, Sie haben schon nur eine halbe Stunde Zeit. Wenn Sie mir versprechen, dass Sie mir dann vielleicht jemanden schicken vom Kostüm, weil ich habe echt, das habe ich nicht so oft. Dann setze ich mich einfach kurz dazu, wenn es Ja, okay ist. ja. Genau, ich weiß, Sie haben jetzt nicht viel Zeit, aber ich hätte nur ein paar Fragen, weil ich mich auf Regie bewerben will an der HFF. Und ich meine, wir sind jetzt bei der Goldenen Johannisbeere, das ist Ja, ja ein Riesenpreis, ein ja. Riesending in der Filmbranche. Wie schafft man denn das? Hat die HFF da einen großen Anteil, dass die jetzt da sind? Bleibt es unter uns, was wir jetzt hier sagen? Also ich kann es Das Ihnen wäre. versprechen, das ist jetzt quasi nur ein Vorteil für mich, weil ich mich ja bewerbe. Okay, weil das wäre mir wichtig, dass internes intern bleibt. Na klar. Und also, dass ich jetzt in dem Alter diesen Preis bekomme, habe ich ausschließlich der HFF zu verdanken, muss ich sagen. Aber unter uns und Ja. auch, wir können natürlich schauen, wie deine Bewerbung sein wird, aber mir sind seit mehreren Jahren eigentlich die Ideen ausgegangen. Und dann habe ich mich aber hier ein bisschen als Professor eingeschlichen und klaue sozusagen die Ideen der Studentinnen und Studenten, die jetzt aufgenommen werden. Die kriegen das oft nicht mit, weil ich oft ihre Ideen dann so ein bisschen ziehe, ein anderes Kostüm an, lasse die ein bisschen anders reden. Aber die Ideen sind eigentlich aus den Kursen von meinem Regiekurs, den ich mit der Julia von Heinz jetzt führe. Aber das müssen ja dann richtig gute Kurse sein und richtig gute Ideen. Wie kann man sich das vorstellen dann an der HFF in der Regieabteilung? Naja, wir bieten sehr viel an. Also wir haben ja auch, wir sind ja eigentlich ein Dreigestirn von den Professoren mit Mimi Kezele, mit der Julia von Heinz und ich, der mich so ein bisschen eingeschlichen hat. Und wir haben natürlich eine Schar an künstlerischen Mitarbeitern, die aber alle auch aus dem Filmgeschäft kommen. Uns ist wichtig daran, dass wir viel in der Praxis vermitteln, dass die Studentinnen und Studenten machen können, sich ausprobieren können. Wir wollen sie anschubsen, dass sie mutig sind, dass sie kreativ und dass sie, ja, ich glaube, Mut und Experimentierfreudigkeit ist, glaube ich, wenn du dich bewerben willst, das Wichtigste, das du mitbringen musst. Das Talent durchaus wäre nicht schlecht, wenn eins vorhanden ist, aber noch mehr wollen wir auch spüren, dass die Studenten nach vorne gehen wollen, dass die sich ausprobieren wollen, experimentieren wollen. Ja, das hört sich super an. Und vielen Dank, dass jetzt so interner nur für mich exklusiv jetzt Das hier wirklich, ausgebreitet also vor allen werden. Dingen über meine Person, dass ich da manchmal was klaue. Auch Das bleibt alles unter ich habe uns. dich ja auch ein bisschen in der Hand, weil ich weiß, dass du dich hier bewerben möchtest. Also Ja, wenn. klar. Okay. Das habe ich schon im Hinterkopf. Gut. Jetzt habe ich nur eine Frage. Also ganz Ja. schlecht bin ich wirklich bei Dramaturgie. Dramaturgie. Ja, und das ist für mich das Problem. Haben Sie da irgendwie eine Möglichkeit, wo ich noch in der Goldenen Johannisbeere vorbeischauen könnte, die mir da Empfehlungen geben kann? Ja, selbstverständlich. Also, weil alles, was ich über Dramaturgie gelernt habe, habe ich mir abends, ja, wenn ich heimlich in die Hochschule komme, dann gehe ich manchmal in die Büros der Kollegen und Kolleginnen und klaue da wiederum Sachen. Und bei Dramaturgie gehe ich immer zu Michael Gutmann. Ah, das ist ein guter Tipp. Dann schaue Gut. ich da mal in der Garderobe Alles vorbei. klar. Und ich schicke auf Und jeden das wäre Fall, total wichtig. das habe Ja? ich im Kopf, da Okay. frage ich gleich nach. Viel Servus. Erfolg noch. Also, dir auch, gell? Danke, servus. Tschüss, Servus. So ein Trottel.